Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zum 17. Teil des, ja, der Serie Vibes of Cosmos, Schwingungen des Kosmos. Das ist der vorletzte Teil. Morgen gibt es dann den letzten Teil. Dann werde ich auch noch ein paar abschließende Worte sagen und wünsche mir Glück, dass ich den Link zu dem Buch finde. Bis jetzt ist der alte Link, wo ich es her habe, ja, nicht mehr verfügbar, aber irgendwo werde ich das Ding schon finden. Heute geht es um den Antikythera-Mechanismus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das gehört. Dieses Maschinchen da wurde gefunden. Ich habe, glaube ich, auch mal gehört, dass da ja, dran getestet wurde und dann wurde festgestellt, das Ding soll irgendwie 1 Million Jahre alt sein. Ja, was da nur stimmt, das ist immer so eine Sache. Auch mit den Datierungen von diesen Sachen bin ich auch nicht ganz sicher, ob das alles wirklich so hinhaut. Ja, ich werde den Mechanismus erklären, natürlich wieder in einer einfachen Art und Weise. Zumindest versuche ich es. Und dieser Mechanismus beschreibt im Grunde das Ganze, was wir in den vorgehenden Büchern auch besprochen haben und kann diese, ja, Mechanismen, diese Zyklen, diese kosmischen Bewegungen auch ziemlich genau vorhersagen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. So, der Antikythera-Mechanismus. Ja, also das Ding wurde gefunden in einer Box. Die Box war 340 x 180 x 90 Millimeter lang. Also das Ding ist nicht mal groß. Das kann man gut in eine Tasche packen und mit auf Reisen nehmen, wer will. Vorne drauf waren ein paar Bronzeplatten. Ja, ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Vorne drauf waren ein paar Bronzeplatten und auf der Rückseite Gravierungen, die den Mechanismus auch beschreiben. Ja, der Parapegma, also der Sternkalender, war eingraviert und ja, der erklärt, wann die Sterne kommen und wann sie gehen, also wann sie auftauchen, wann sie weg sind. Das haben wir heute auch. In der Mitte dieses Gerätes, es sind kleine Sphären, die die Sonne, den Mond und die Planeten darstellen. Sehen wir dann noch auf dem nächsten Bild. Ja, und zwar mit Entfernung und Position auf der Kreisbahn. Drumherum laufen ja Zeiger, die Tierkreiszeichen zeigen und die Monate von dem ägyptischen Kalender. Vielleicht können wir ja hier weitergehen. Sehen wir es hier? Na, nicht wirklich. Kommen wir dann gleich noch dazu. Dadurch konnten die Positionen der Kreisfelder, also quasi, was wir vorher besprochen hatten, dass im Jupiter der Mars mit drin ist und so weiter und so fort, also die eine im nächsten genau bestimmt werden und auch zeitlich festgelegt werden. Es war, also dieses Gerät war mit der Hand zu bedienen, quasi den Input hat man mit der Hand vorgeführt. Also es war keine elektrische Maschine, sondern eine, ja, mechanische Maschine. Der Input startete einen komplexen Vorgang in der Maschine. Die Präzision dieser Maschine, also wie es hergestellt wurde, ist auch einmalig. Also es sind 40 Getriebe, 40 Zahnräder in diesem Gerät und die sind teilweise nur einen Millimeter dick, also wirklich sehr, 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 sehr fein. Und selbst die Zwischenräume zwischen diesen einzelnen Zahnrädern waren sehr, sehr, sehr dünn, auch bis zu 1,4 Millimeter. Dünn, ja. Jetzt kommen wir hier zu dem Bild. Sieht auch wieder sehr kompliziert aus, aber das liegt daran, weil diese Maschine so viel kann. Ja, hier haben wir sozusagen die Frontdisplays, die ich gerade schon mal ein bisschen beschrieben habe. Ja, da haben wir hier die verschiedenen Planeten, Mond und Sonne. Ja, Jupiter, Mars, Mercury. Dann haben wir hier die Tierkreiszeichenscheibe sozusagen. Dann haben wir auch die Mondphasen. Hier auf dieser ringförmigen Scheibe ist da alles drin und je nachdem, wie der Input ist, dreht sich das Gerät und man kann dann immer genau in Abhängigkeit sagen, was weiß ich, wenn der Jupiter hier ist, dann sind alle anderen dort und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, dann haben wir natürlich auch noch das rückseitige Display. Ja, hier wieder gezeichnet und da ist der Mondkalender drauf, dann auch die Sonnen- und Mondfinsternissen und dann der kalypsische und der olympische Kalender. Das war eine ziemlich witzige Sache, die ich da jetzt hier gelesen habe, weil da olympische Spiele, hellenische Spiele und sowas vorhergesagt wurden, beziehungsweise angezeigt wurden. Sehr, sehr seltsam, aber okay. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden an dem Punkt. Das ist
Ja, olympische Zeige und auch diese eukalyptische Zeige in vier Sektoren eingeteilt, aber kommen wir noch dazu. Jetzt können wir noch mal hier auf die Frontscheibe gucken, also so sieht es aus, und das ist dann sozusagen die Erklärung dazu mit den unterschiedlichen ja, Planeten. Wir wissen ja inzwischen, ätherische Felder sind da in dem Buch erwähnt worden, und hier haben wir das auch, wie gesagt, noch mal piktografisch dargestellt. So, dann sind wir natürlich hier auch bei den Mechanismen, wie es funktioniert. Hier würde ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, da es doch ein recht komplizierter Mechanismus ist. Ich habe mich ein bisschen reingefitzt, also quasi jede Scheibe dreht natürlich ein bestimmtes Gerät und die sind miteinander verbunden in einer bestimmten Art und Weise, damit sozusagen auch das richtige Ergebnis angezeigt wird bei gewissen Input. Hier ist es nochmal piktografisch dargestellt, wann, wie, wo was geschieht. Und die verschiedenen Kreisebenen, die ja eingezeigt wurden, wie gesagt, eine präzise und auch hochtechnologische, auch wenn es nur eine mechanisches Gerät ist, ein hochtechnologisches Gerät. Und wenn da wirklich gesagt wird, das ist 1 Million Jahre alt, dann ja, sollte man sich Fragen stellen. Ich glaube nicht, dass 1 Million Jahre alt ist. Dafür ist es ein bisschen zu genau, aber wer weiß, niemand weiß, was geschehen ist. Kommen wir zur Vorderseite. Nur eine kurze Erklärung. Ich mach's, ja, ich habe das wieder hier übersetzt, natürlich nach eigenen Worten, denn es sind viele Fremdwörter drin, die musste ich auch übersetzen. Daher habe ich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Auf der Vorderseite sehen wir ja, Ziffernblätter. Die Ziffernblätter sind zwei konische ja, Kreisskalen. Ja, die innere Skala beschreibt die griechischen Tierkreiszeichen mit einer Einteilung in Grad. Und die äußere Skala ist beweglich, läuft aber in einer Schiene und wird markiert mit Tagen. Ja, hier diese äußere Skala stellt die 365,25 Tage dar. Ja, die 0,25 Tage werden ja mit einberechnet durch ein Drehen der Maschine aller 4 Jahre. Also es wird dann einfach die Maschine ein Stück weit gedreht aller 4 Jahre. Das kennen wir so in der Art als Schaltjahr. Ja, also das ist auch in der Maschine quasi mit drin. Das sind halt diese 0,25 Tage, die kann man halt da nicht einberechnen. Ja, daher aller 4 Jahre dieses Rückdrehen der Maschine. Der Mondkalender und die Mondphasen sind zu sehen, also quasi der Auf- und der Untergang des Mondes und alles, was mit dem Mond generell zu tun hat. Ein weiterer Zeiger zeigt die Synchronität auf einer Skala, ja, also die Synchronität zwischen den Mondphasen und die Planeten und so weiter und so fort, was da halt synchron miteinander zusammenläuft für gewisse Zeitpunkte. Dann gibt es ein Ziffernblatt, was die Position von Sonne und Mond zeigt und natürlich damit verbunden auch die Sonnen- und die Mondfinsternisse. Sind das Mondfinsternisse? Ich glaube schon. Gleichzeitig mit Zeigern übersetzt das Gerät die griechischen Zeichen in Tierkreiszeichen und auch in alemannische Zeichen. So wie ich das hier gelesen habe, gibt es sozusagen noch eine dritte Variante, das sind die alemannischen Zeichen. Und das werden wahrscheinlich diese Runen sein, die wir kennen. Kleiner, ja, Spaß, Fakt an dem Punkt. Schaut euch mal die Rune für Männlichkeit und die Rune für Weiblichkeit an. Und dann legt man das Peace-Zeichen daneben, was ja die Frauenbewegung immer benutzt. Dann werdet ihr schnell feststellen, die Frauenbewegung oder dieses Peace-Zeichen ist die alemannische Rune der Männlichkeit. Nur mal so als kleiner Punkt nebenbei. Könnt ihr selber mal nachschauen. Fand ich sehr interessant. Halt verdrehte Welt, ne? Ihr kennt das. Ja, dann haben wir ein paar Zahnräder. Die sind so angeordnet, dass sie die elliptische Bahn des Mondes zeigen. Das heißt, es ist wirklich so angeordnet, dass, wie wir es in den vorgehenden Videos hatten, diese Schwankung, ja, diese Schwingung, die der Mond macht, also diese komplexe Bewegung haben wir. Einmal die Kreisbewegung und dann natürlich die Bewegung von innen nach außen. Ja, und diese Bewegung ist hier auch mit einberechnet in dieser Maschine, ja, also diese komplexe Bewegung. Es erfasst auch die Präzision der elliptischen Bewegung. Das heißt, es hat natürlich einen gewissen Zyklus, wann
wann das Ende der Anfang ist, ja, wann der Zyklus wieder neu erreicht wird. Und selbst das wird in dieser Maschine erfasst und das liegt bei 8,88 Jahren, ja, also das ist ein 8,88 Jahreszyklus. Ja, die Sonnenposition beschreibt dann auch das jeweilige Datum. Also an der Position der Sonne kann man genau erkennen, welchen Tag wir haben und dadurch ergibt sich natürlich auch alles andere, wie es zu dem Zeitpunkt aussieht, ja. So, fand ich sehr interessant. Jetzt gehen wir noch kurz auf die Rückseite ein. Und zwar, der Mechanismus auf der Rückseite verfolgt den metonischen Kalender. Das könnt ihr mal selber nachschauen. Ich habe ein bisschen mal reingeguckt. Das sind so verschiedene, ja, Zeiteinteilungen der verschiedenen Zivilisationen, wie auch immer. Ich finde das witzig, dass in der Maschine da alles mit dabei ist. Ja, dann kann man dort auch die Sonnenfinsternisse ja, rauslesen. Es kann sozusagen damit vorhergesagt werden. Und was auch mit der vorhergesagt wird, beziehungsweise abzulesen ist, sind die panhellenischen Athletikspiele. Ja, so ist das hier übersetzt. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Es hat wahrscheinlich so mit den Olympischen Spielen zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Aber was das jetzt in dem Mechanismus zu suchen hat, ist mir jetzt persönlich unbekannt. Wenn jemand da was weiß, gerne in die Kommentare. Ich würde da gern was weiter lernen. Ich habe dazu jetzt auf die Schnelle aber nichts gefunden. Ja, und dann ja, wird diese panhellenischen Athletikspiele werden wie in einem Mondkalender angezeigt, ja, was sehr interessant ist. Dann sehen wir da noch ein paar Gravierungen. Diese Gravierungen sind anscheinend nordgriechisch. Wie die da hinkommen, keine Ahnung. Für mich macht das nicht so viel Sinn, dass dann bei ein paar Gravierungen so ein paar einzelne Sachen rausgesucht werden. Aber gut, dann auf der Rückseite haben wir noch fünf Ziffernblätter, ja, zwei große, einmal dieser metonische Kalender und einmal der Saros Kalender. Das sind einfach verschiedene Zyklen, die es gibt. Ja, und dann gibt es noch drei kleine Ziffernblätter. Das eine zeigt die Olympischen Spiele an, also die Olympischen Jahre. Das andere den kalippischen Zyklus, ja, und das andere den Exelygmos. Ja, also eine Art evolutionären Zyklus. Ihr könnt gerne da selber noch mal ein bisschen nachschauen, mich in den Kommentaren wissen lassen, was man da runter versteht. Ich habe jetzt kurz ein bisschen nachgeguckt, aber das sind Sachen, da müsste man wahrscheinlich noch mal gesondert drauf eingehen. Ja, dann gibt es da noch ein paar andere Dinge, die da angezeigt werden, so verschiedene ja, Zyklen. Gehe ich nicht weiter drauf ein. Ist auch nicht so wichtig in dem Fall. Die Maschine kann aber auch den Mondzyklus in den Sonnenzyklus übersetzen. Das heißt, wenn ich den Mondzyklus irgendwo einstelle, wo wir gerade sind, dann sehe ich auch gleichzeitig den Sonnenzyklus, ja. Und zwar zu jedem Punkt auf dieser komplexen Bewegung, wie wir es schon hatten. Ne, es ist ja quasi eine Spiralbewegung, die der Mond und die Sonne machen. Und diese Spiralbewegung ist eine komplexe Bewegung, die besteht aus der Kreisbewegung und aus der Schwankung, also einer Art Schwingung. Und diese Maschine, ja, berechnet genau diese Kreisbewegung plus Schwankungen, Schwingung mit ein und übersetzt das Ganze von Sonne zu Mond und das zu jedem Punkt auf dieser, ja, Spiralbewegung, was wieder ja, eine Art Beweis ist, wenn es dann hinhaut für die Ansicht des Autors in diesem Buch. Ja, dann sind natürlich die Monate und die Mondphasen sind ablesbar. Und dann gibt es das Spieleziffernblatt. Da sind wir wieder bei diesen ja, panhellenischen Spielen, Olympischen Jahren, wie auch immer. Und ja, das ist die einzige Anzeige, die gegen den Uhrzeigersinn läuft. Und die ist in vier Sektoren eingeteilt. Ja, und jeder Sektor sind unterschiedliche Spiele. Das eine sind die Kronenspiele, Isthmia, Olympia, Nemea und Pythia, ja. Und dann gibt es noch zwei niedere Spiele, Halliaia und Rhodes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe mich jetzt mit der griechischen Mythologie nicht so sehr beschäftigt. Dadurch sind mir diese Namen unbekannt. Also Olympia natürlich habe ich schon mal gehört und auch Isthmia habe ich schon mal gehört. Und Rhodes natürlich auch. Aber das jetzt hier in die Verbindung zu bringen, was das auf dieser Maschine soll, ja, bin ich noch nicht dazu in der Lage. Man lernt immer neue Sachen dazu, ja.
Gehen wir zum nächsten. Da haben wir noch die kurze Erklärung, was zum Rest gehört. Ja. Und zwar ist dort dann das Sorosblatt zu sehen. Das ist die Vorhersage für Sonne- und Mondfinsternissen. Und zwar Finsternisse. Und zwar die kompletten und auch die teilweise Finsternisse. Ja. Dieser Soros-Zyklus, der ist 18 Jahre und 11,33 Tage, also 11 ein Drittel Tage lang, was dem synodischen Monat entspricht. Also der synodische Monat ist quasi die Wiederholung der Position, die für die Finsternis sorgen. Ja, und da haben wir auch wieder einen Kreis geschlossen in der Maschine. Sehr, sehr schön. Das Ding wurde ganz eindeutig, also ich sehe da keine andere Meinung, genutzt, um diese Sonnenfinsternisse vorherzusagen oder überhaupt die Mond- und die Sonnenfinsternisse vorherzusagen. Und zwar nicht nur auf den Tag genau, sondern sogar auf die Zeit genau. Also diese Maschine kann auf die ja, Minute genau vorhersagen, wann diese Finsternis stattfindet. Dann gibt es noch ein paar Symbole, die sagen, ob es halt eine Sonnen- oder eine Mondfinsternis ist. Und dann gibt es da noch eine innere Linie, die zeigt den Beginn eines neuen Vollmondzyklus. Ja, also es ist wirklich ist ziemlich alles auf dieser einen Maschine abzulesen und das auch noch hohe Ingenieurskunst. Also ich habe Ingenieurwesen studiert und bei einem Millimeter Scheibe und Abständen 1,4 Millimeter, das sind schon ja, sehr, sehr präzise Dinge, die da hergestellt wurden. Ja, dann gab es noch kleine Holztüren. Ja, in diesen kleinen Holztüren waren Gebrauchsanweisungen drinne, wo genau erklärt wird, die verschiedenen Zyklen und so weiter und so fort. Ja, und hier haben wir dann nochmal das Dings. Ja, also hier sind wir bei 69 Zahnrädern, die ein ja, komplexes astronomisches Werkzeug geschaffen haben. Ja, und innen drin sind halt kleine Schienen und kleine ja, Züge, sagt er hier. Und ja, man sieht es hier auf dem Bild, was alles drin ist. Und du kannst sozusagen maschinell das Ding drehen und in die Vergangenheit zurückreisen oder in die Zukunft und genau vorhersagen, wann, wie, wo, was geschieht. Und ganz ehrlich, das mit einer mechanischen, so präzisen Maschine ist schon ja, der Wahnsinn. Ja, das war's zu dem Teil. Und wir sehen uns dann beim nächsten und letzten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann.